Hallo und herzlich willkommen zu No Man's Sky Origins. Wir sollen den Terrain-Manipulator herstellen, installieren. Und zwar brauchen wir Kohlenstoff-Nanorohr. Wir sollen Kohlenstoff sammeln, indem wir auf Pflanzen schießen. Okay. Jo, da Kohlenstoff draufballern. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Kohlenstoff wir brauchen. Ach, wie das hier jetzt? Ach, Ferritstaub, nicht identifiziert. Okay, cool. Kann ich auch gebrauchen, ne? So, dann wollen wir mal weiter schauen. Wie kriegen wir jetzt ein Raumschiff? Ich muss ja in der Nähe bleiben, der ist doch. Ach, da haben wir noch so einen. Beschädigtes Maschinenteil, da können wir auch mal reingucken. Restsubstanz, ja, ist okay. Packen wir da irgendwo mit rein und dann. Ja, nix. Schade, ne? Können wir irgendwas machen? Können wir gar nichts machen, naja, egal. So, Obst und Vögel. Die müssen wir auch mal scannen. An sich müssen wir mal rumlaufen und die ganzen Viecher scannen, aber wir machen erstmal die Sachen, die wir machen sollen. Und zwar dieses. Da haben wir es doch. Genau, das brauchen wir. Wir brauchen noch 12 Kohlenstoff. Okay. Kein Problem. Da noch ein bisschen rumliegen, ne? Wie praktisch. Das ist gar nichts. Ach, das ist hier nur irgendein. Nur da hochgehen, da oben sind noch Pflanzen. Können wir auch mal rennen. Das Rote hier können wir auch gebrauchen. Das ist nämlich Kohlenstoffkristalle. So. Verdichteter Kohlenstoff, okay. Ist auf jeden Fall mal was anderes, ne? Als der Kohlenstoff, den wir brauchen. So, jetzt muss ich da runter. Mal wieder rennen. Das ist auch cool, sind das eigentlich? Kann man das scannen? Was ist das? Ah, ein anormales Tier. Kleinkind. Schlau. Frische Blätter frisst das. 142 Kilo wiegt das Ding. Ein Tamis Dasima. Okay, cool. Gab es früher auch noch nicht, diese Tiere. Mal müssen wir rumrennen, müssen nicht alles scannen, aber naja, was soll's. So, wir wollen das hier herstellen. Einmal. Und ja, gut, wir brauchen noch mehr Kohlenstoff. 50 Kohlenstoff für 1. Okay, cool. Dann müssen wir natürlich noch ein bisschen sammeln gehen, ganz klar. Wir brauchen ja 2 Kohlenstoff-Nanoröhren. Das werden wir wahrscheinlich hier für unten gucken. Okay. Und los geht's. Das waren jetzt 19. Das hier sind 38. Auf jeden Fall genug. Und jetzt stellen wir die zweite natürlich auch noch her, ne? So, bam, fertig. Installiere Terrain-Manipulator Komponenten 0 von 1. Okay. Multi-Werkzeug. Da haben wir doch schon. Und wir wollen das Ganze hier installieren. Perfekt. Mission abgeschlossen. Terrain-Manipulator. So. Wie wechsle ich denn eigentlich? Jetzt müssen wir mal schauen. Sammle Kupfer. Okay.
Ja, Kupfer. Wo ist. Ich muss mal da oben gucken, ne? Da sieht nämlich gut aus, das Feld hier. Das ist unterirdisch, das könnte Kupfer sein. Also, wir scannen das mal. Kupfer ansammeln. Okay. Ja, markieren brauchen wir nicht, wir sehen es ja. Hier gibt es also Kupfer. Die Temperatur sinkt ein bisschen. Es wird Nacht, sollten wir mal. Kupfer! Sehr schön. Können wir das hier. Können wir auf jeden Fall abbauen mit dem. Wobei, wie wechseln eigentlich die Waffen? Das ist natürlich jetzt eine Form, wo wir gucken, ich habe keine Ahnung, wie ich die Waffen wechseln soll. Multiwerkzeug. Muss ich hier schauen bei Optionen. R1 Optionen. Steuerungsoption. Steuerung anzeigen. Waffen, Zweitwaffe aktivieren. Nächster Punkt bewegen, umsehen. Achso, mit der Kreistaste. Okay, mal gucken. Ich habe jetzt. Was sind das? Aufbauen. Waffen. Naja. Ah ja, das ist das der hier, ne? Abbauen. Irgendwie ist das nicht so das, was ich jetzt hier wollte. Ne? Kann man auch bestimmt so machen, ne? Scanner. Minenlaser. R2. Ja. Also, schon haben wir. Bam. Oh, volles Loch reingehämmert. Das haben wir das Ganze. Natürlich, Wohnprogramm wird gestartet. Alter. Da brauchen wir die Raffinerie. Da gehen wir aber zum Flugzeug, zum Raumschiff zurück. Und werden dort unsere Raffinerie aufbauen. Das andere macht keinen Sinn. So, jetzt müssen wir warten, bis wir wieder rennen können. Das ist schon aufwendig, ne, das Ganze hier. So, genau. Die Raffinerie können wir mit R2 platzieren. Und wir wollen das chromatische Metall hier reinhauen. So. Beziehungsweise Quatsch, chromatisch. Wir wollen das. Das finde ich auch blöd, dass immer diese. Kupfer wollen wir. So, Kupfer. Plus Treibstoff ergibt chromatisches Metall. Wir haben keinen Treibstoff. Ne? Packen wir diesen Kohlenstoff hier rein. Wir könnten ein bisschen verdichteten Kohlenstoff sammeln. Ne? Dann haben wir auf jeden Fall immer Treibstoff für unsere Raffinerie. So, das dauert jetzt ein paar Sekunden. Ich weiß gar nicht, wie wir brauchen. 30. So, genau. Das müssen wir jetzt in den Exo-Anzug packen. Jetzt können wir einen Basiscomputer bauen. Okay. Basiscomputer wird dann also unsere Basis werden. Naja, das ist die Raffinerie. Basiscomputer. Genau. Den sollte ich irgendwie irgendwo bewusst platzieren, ne? Naja, egal. Wir machen es einfach mal hier hin. Neben unseren
Neben unserer Raffinerie. So, platzieren. Okay. Basisbau, mehr fahren. Ich wollte eigentlich. Registriert das Land als dein Eigentum. Okay. Mit dem Basiscomputer. Sehr schön. Ionic ist es Außenposten. Suche nach kartografischen Archiven. Die universelle Archivsuche weist keinen früheren Anspruch auf diesen Ort auf. Sonartest bestätigt, Ort ist für Bau geeignet. Ort beanspruchen. Ja. Okay. Das ist also jetzt meine Basis hier auf diesem wunderschönen Planeten. Trophäe erhalten. Der Anfang. Schön. So, jetzt soll ich wahrscheinlich eine Basis bauen. Ich habe da keinen Bock drauf, eine Basis zu bauen. Ich wollte eigentlich Planeten erforschen. Okay. Wir benutzen das Terminal. Was können wir jetzt alles damit machen? Zugriff auf Protokoll des ehemaligen Benutzers. Okay. Stürme fegen über. Habe nur noch wenig Baummaterial. Deponiere Unterschlupfpläne, während ich muss bald zurück. Okay, Pläne. Kerninfrastrukturteile erhalten. 5 Gegenstände erlernt. Holzwand. Okay, für die Holzwand brauchen wir hier Kohlenstoff. Okay. Basen bieten Schutz von Raumbedingungen auf Planeten, indem sie deinen Gefahrschutz wieder aufladen. So wie das Raumschiff eben auch. Okay, baue Basen als Schutz, erweitere deine Basis, indem du neue Konstruktionspläne verdienst. Okay, hier können wir Gegenstände lagern und verarbeiten. Okay, das hört sich schon mal ganz gut an. Und... Ah, halt Erzeuger zu tun, erschaffen Modus. Ja, Basis. Gestein, Berg. Unterwasser, Höhle. Achso. Ah. Okay. Achso, das ist mein Terrain-Manipulator. Mit dem kann ich hier rum. Und die Berge hier bauen. Super. Will ich jetzt gar nicht. Ich möchte kletten. Okay, erstellen. Okay. Naja, wie auch immer. So, hier wird die Waffe gewechselt. Baue einen Unterschlupf. Baue einen Unterschlupf. Genau. Holz. Dekoration. Technologie. Okay. Holz, Bodenplatte. Das wäre natürlich schon ganz gut, wenn wir das. Machen wir was Kleines, ne? Würde ich sagen. R2 ist dann wahrscheinlich wieder platzieren. Da kann man mehrere Bodenplatten nebeneinander legen, ne? Gibt es auch irgendwie eine Draufsicht oder sowas? Fehlende Komponenten. Kohlenstoff. Okay. Also müssen wir noch viel mehr Kohlenstoff suchen. Und Holz will noch bauen. Ich baue was Kleines, denke ich mal. Ne? Weil was Großes wäre jetzt auch Quatsch. Wir machen es ja nur so zum Spaß. Kohlenstoff. Also nicht diesen Kohlenstoff ich kann mal gucken, wie der heißt. Ne? Den, das ist der verdichtete Kohlenstoff, dann brauchen wir nur Kohlenstoff. Okay, dann wollen wir das Ganze hier abbauen. Was ist das hier? Nix. Das ist Eisen. Das hier wahrscheinlich auch, okay. Also gut, dann laufen wir hier oben lang und tun den ganzen Kohlenstoff mal abbauen, damit wir uns eine kleine Basis bauen können. Auch sehr schön. Da drüben ist auch noch was. Das ist das. Sieht genauso aus wie ein kleiner Spot von Kohlenstoff und Eisen. Okay.
Genau, Kohlenstoff. Nehmen wir noch mit. Sehr schön. Und dann. Ich komme immer auf den L3-Button. So, hier ist unser. Genau, ah, jetzt machen wir wieder diese Holzwand. Kriege ich noch einen Boden hin. Bisschen größer wollte ich schon haben, ne? Ah ja, so. Machen wir mal so 4 auf 4. Genau. Schwerkraftanomalie entdeckt. Ja, ja. Ist okay. Eine Holzwand. So, das ist natürlich jetzt so eine Sache, ne? Die können wir hier hinbauen. Eins. Kann gebaut werden. Zwei. Und die hier können wir hier hinbauen. Naja. Wieso wird das nicht grün? Das ist ja blöd, hä? Schwerkraftanomalie. Also ich hätte es jetzt schon ganz gerne hierhin gehabt, ne? Kann ich das drehen? Okay. So, hierhin, ne? Das ist ja komisch. Achso, wir haben hier. Was ist denn da jetzt mit meiner Holzwand? Eine fehlende Komponente. Achso, oh, brauchen wir Kohlenstoff. Also kommt da kein Hinweis. Achso, es ist Minusgrade, es ist kalt. Ich muss auf mein Leben gucken, ne? Ich gehe mal in mein Raumschiff hier rein. Da bin ich sicher. Wir machen dann im nächsten Teil weiter mit der Kohlenstoffsuche und mit dem Bau der Basis. Oh cool, schaut euch das mal an, das war ja cool. Naja, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Das war's auch schon wieder. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen da, schreibt was in die Kommentare oder abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.